Wer sind die Khawarij? Die Khawarij sind eine Sekte, eine der ältesten Sekten überhaupt. Und einer ihrer Gründerväter war sogar in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja? Dhul Khuwaysir al-Tamimi. Er kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Kriegsbeute verteilt hat, er sagte zu ihm, fürchte Allah, du hast gerade eine Verteilung gemacht, die Allah nicht gefällt. Das heißt, er hat den Prophet sallallahu alaihi wasallam beschuldigt, dass er Unrecht begangen hat. Und er hat den Prophet sallallahu alaihi wasallam als kleiner gesehen als er selber. Er hat sich als besser gesehen als der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und dann, lange Geschichte, kurzer Sinn, er ging weg und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, aus diesem Mann kommen Leute heraus, die den Koran lesen, aber dieser Koran geht nicht über ihre Hälse. Also dieser Koran kommt nicht zu ihren Herzen. Und er sagte, sie werden viel beten, sie werden viel fasten und so weiter. Und sie werden aus dem Islam rausgehen, so wie der Pfeil aus der Beute rausgeht. Und der Prophet hat viele Eigenschaften erwähnt. Er sagte, sie bekämpfen die Muslime und lassen die Götzendiener in Ruhe. Sie werden Muslime als Kuffar bezeichnen und. Und sie sind im Endeffekt diejenigen, die aus der Jama'a der Muslime rausgehen. Deswegen nennt man sie wie? Khawarij, vom Wort Kharaja, Yakhruju. Das heißt, sie gehen raus aus der Jama'a der Muslime, sie gehen raus aus der Jama'a der Ulama, sie rebellieren gegen die Jama'a der Muslime, gegen die Ulama und so weiter. Deswegen nennt man sie Khawarij. Das ist eine der schlimmsten Sekten überhaupt, möge Allah uns bewahren. Und sie gab es damals und sie gibt es auch heute. Eine der bekanntesten Gruppen von heute ist IS, Daesh und Tanzim al-Qaida und so weiter, Boko Haram und wie sie alle heißen. Das sind Khawarij. Das sind genau diese Gruppe. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren.